Hey Ben. Hi Dennis. Das ist sehr früh heute. Mhm. Wir hatten gar nicht richtig Zeit, Hallo zu sagen. Wir haben uns direkt hingesetzt. Es ist der Tag nach dem fiesen Nachtgewitter, nach dem heißesten Tag des Jahres so far. Es ist noch richtig schwül hier drin. Mhm. Deswegen haben wir es auch ein bisschen dunkler gemacht, wenn wir uns einbilden, dann ist es kälter. Ist auch ein bisschen so. Ja, ne? Das Einzige, was ich dir erzählt habe, ist, dass wir letztes Mal den Boss gelegt haben, den ihr davor, als wir nicht da waren, an dem euch die Zähne ausgebissen habt. Die zwei Stunden der Schande von Colin und mir. Ja, wir haben wirklich eigentlich eine Folge oder zwei Folgen lang, ich weiß gar nicht, was es ist, auf jeden Fall so eine 2-Stunden-Session lang, nur versucht, dieses Vieh platt zu machen. Es hat vorne und hinten nicht hingehauen. Und wir wurden immer schlechter. Ja. Am Anfang sah es so aus, so, ja, es ist eine Sache von einer halben Stunde maximal. Und am Ende waren wir da völlig aufgelöst und den Tränen nah. Ja, das ist dieses komische Paradoxon, dass wenn du abends das probierst und es nicht schaffst, am nächsten Morgen irgendwie gehst du ran und zack, genau, ja, du brauchst frische Energie. Das haben wir am Ende auch gesagt, aber dann haben wir es trotzdem nicht mehr geschafft am Ende. Habt ihr es dann mit der Keule gemacht? Jetzt, wo ich gerade die Keule sehe? Genau, die Keule. Ah, die haben wir erst ganz am Ende rausgefunden, die Keule. Wir haben es die ganze Zeit mit dem Schwert versucht. Ja, aber ich bin ein schwerer Waffenfan. Mhm. Und wir haben uns ein bisschen darüber, sagen wir, amüsiert, dass ihr irgend so ein Eisschwert oder so. Wo ist das? Ja, das ist... Welches ist das? Warte mal kurz. Oh Gott, Alter, ihr habt doch so viele Sachen, ey. Das ist abgefallen. Also voll die Messis, voll die Waffenmessis. Ja, es hat geleuchtet eigentlich. Ich sehe es jetzt auch nicht so auf den ersten... Auf den Wie ersten denn Blick. Das Ding? Weißt du das noch? War das ein Schwert? Das war ein Schwert, es war ein Langschwert. Nee, es war ein Breitschwert. Breitsword. Und es war recht weit. Und da ganz oben rechts ist das, glaube ich. Das da. Erythrius. Genau, das war plus 4. Ist eigentlich gar nicht so unfassbar übel. Okay. Also wir haben uns irgendwann noch eingebildet, dass der Typ einen Schaden kriegt durch das Eis. Ach so, okay, weil das ist eigentlich das Ding. Das bringt im PvE gar nichts. Dieses, wie heißt das, Frostbite? Ja. Glaube ich zumindest. Das ist nur so eine Sache, die höchstens im PvP so ein bisschen zieht. Ach so, okay. Wenn du langsam machst. Dementsprechend würde ich jetzt im ersten Moment sagen, ey, eine Waffe, die vielleicht nicht so smart war. Ja, könnte gut sein. Also ich habe auch gesagt, dass die Waffe, verglichen mit der Waffe, die ich jetzt zu Hause habe, obwohl ich zu Hause noch weniger gelevelt bin, wesentlich mehr Schaden hätte gemacht. Aber gut. Geht, glaube ich, auch nur bis plus 5, oder? Mit was macht man die? Mit Twinkling, weißt du das noch? Ja, ich glaube, jetzt muss man eins von den Dinger verwenden, die man nur 5-mal oder so im Spiel. Ja, die Slabs, okay. Und die wollten wir natürlich nicht missbrauchen dafür. Hat auch ein Scaling mit C und D da unten, muss ich mal sagen. Deswegen waren wir ja auch nur das B-Team. Kann man mal machen, kann man mal. Das Gute war, es waren ja tatsächlich nur Twinklings. Wir waren nämlich ein bisschen, wir dachten hier, dass wir den nicht mehr hochbringen können, weil es gibt ja noch diese anderen, wie heißen die Dinger nochmal, die anderen Shards. Die Bosswaffen-Shards, weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, welchen du meinst. Fällt gerade der Name nicht ein. Ich habe auch das immer auf Deutsch gespielt, deswegen bin ich sowieso immer ein bisschen außen vor, was die Namen angeht. Okay, aber hier siehst du ja 338 plus 280. Ja, das Ding ist mächtig. Wie lange braucht man damit zu schlagen, ey? Ja, nicht allzu lang, es zieht nur sehr viel Stamina ab, aber trotzdem, der hier, der macht 233 plus... Ja, ey, die Keule, wie gesagt, die hat Colin am Ende rausgeholt. Mir war das gar nicht so bewusst, dass das Ding so geil ist. Mhm. Und dann hat Colin auch gesagt, ey, das ist gleich spontan 100-mal besser. Hatten wir aber nur noch 10 Minuten mit der Keule. Ja, okay. Gut. Ich hol mal die raus, weil die ist neu und die macht unglaublich viel Schaden. Und die hier ist noch nicht auf plus 10. Das müssen wir mal machen und dann kümmern wir uns vielleicht mal um die ganzen anderen Sachen. Mhm. Oder was immer. Wir können auch das mal, wir können es ja immer wechseln. Wir würden aber als erstes mal schnucken, oder? Um loszulegen. Achso, ja, können wir machen. Der heilige Schnuck ist gefordert. Ja. Einmal. Ready? Ja. Schere, Stein, Papier. Schnuckel. Du hast auch die Scheißschere genommen, weißt du? Ich habe letztes Mal mit Colin noch darüber geredet, dass immer jeder die Schere zuerst nimmt und deswegen fängt man mit dem Blatt an, deswegen fängt man mit dem Stein an. Und ich dachte, weil Colin dann meinte, du bist total gewieft in dem Spiel, bist total smart, dachte ich, dass du das auch weißt und du nimmst den Stein jetzt am Anfang, weil du denkst, dass ich die Schere nehme. Deswegen habe ich jetzt mit Papier angefangen. Ah, aber du nimmst ja auch die Schere, du bist ja genauso ein Noob wie jeder andere. Nein, das ist einfach ein Level höher als Reverse Psychology. Das ist noch weiter, du wusstest das auch wieder. Das ist plus 10 auf... Schnucken habe ich einfach. So, guck mal, wir sind jetzt ein bisschen. Die ist leider so schwer. Was wiegt die? Wo steht das? Dip. 19. Das ist scheiße schwer. Da müssen wir was ausziehen. Aber mit der will ich jetzt ein bisschen rumspielen. Die ist neu. Die ist neu und auf plus 5 oder 7 oder was? Ja, also was heißt, die ist jetzt neu in unserem Repertoire als Waffe, die man benutzen kann, okay. Weil wir sie auf plus 5 gebracht haben. Das Ding haben wir uns gekauft, ist ganz hübsch. Kennst du den noch? Den Wolfhelm. Genau, von Notoria ist sein Helm. Nee. Der war in Dark Souls 1 im DLC einer der most notorious Bosse. Mhm. Guck mal, ich muss irgendwas Leichteres hier anziehen. Schönes, das Gewand unten sieht niedlich aus.
Ich habe gestern, wo du es gerade sagst, zum allerersten Mal überhaupt Dark Souls 1 gespielt. Ui, echt? Mhm. Weil das mitkam mit der Version und du dir das runtergeladen hast? Purer Zufall. Ich habe Jakob besucht, wir wollten eigentlich Dark Souls 3 weiterspielen, aber dann war der so weit hinter mir, dass ich eigentlich immer nur gesagt habe, hey, geh da lang und so. Und das war für ihn so lame, weil ich dann natürlich überall wusste, wo es lang geht. Okay. Und dann haben wir gedacht, okay, lass uns Dark Souls 1 da weiterspielen, wo er aufgehört hat, dann ist es für uns beide neu. Geil. Dann haben wir Dark Souls 1 gespielt. Wir haben es auf dem PC gespielt und da hat es ja ganz viel so Mods draufgezogen. So Texturen-Mods, so Lightning-Sachen und so. Okay. Und das sah richtig brauchbar aus, ey. Mega, mega gut. Hätte ich nie gedacht, dass das also hätte ich schon gedacht mit Fantasie, dass das möglich ist. Aber wenn man es so sieht, es gibt gar nicht so einen massiven Unterschied jetzt zu Dark Souls 3. Wir haben vorher Dark Souls 3 gespielt, dann 1. Da denkt man ja eigentlich, das geht irgendwie 10 Schritte zurück optisch. Aber das war echt, konnte man echt gut spielen. Kann man noch? Mhm. Das frage ich mich nämlich auch. Das ist mein Lieblings-Dark Souls. Und das habe ich mich gefragt, wie so der Schritt zurück ist, der dann bevorsteht. Aber ich muss mich einmal kurz konzentrieren. Wo müssen wir hin? Wir sind, ich glaube hier. Oder? Ja. Das, kennst du das? Nee, sagt mir gerade nichts. Okay, wie weit bist du zu Hause mit 3? Ja, ich bin leider nicht allzu weit. Wir haben ja schon mal, als ich mit Colin gespielt habe, also ich bin glaube ich so Level 65 oder sowas jetzt und ich bin, ich habe gerade diesen Gegner erledigt, der eine Feuer- und eine Eisklinge hat, in diesem Disneyland-Bereich. Ja. Mhm. Ja, ja, stimmt. Und dahinter irgendwo. Da seid ihr noch ein paar Ecken weiter, meinte Colin ja Disneyland-Bereich. Auch. Disneyland-Bereich, gefällt mir. Das war meine erste Idee, so Colin auch etwas geschmunzelt. Ja. Nee, wir sind jetzt in einem Bereich, der so ein bisschen an ein Level erinnert, der auch sehr, sehr berüchtigt ist aus Dark Souls 1, nämlich die Archives. Die heißen Dark Souls 1 Duke's Archives, wie sie hier heißen, sehen wir gleich. Und die finde ich echt geil, die sind sehr verschachtelt. Und schauen wir mal, wie weit wir kommen. Also Archives. Bibliothek quasi, oder was bedeutet das? Genau. Das wirst du gleich sehen, dass das genau hinkommt. Ja, auch in Bloodborne einer der geilsten Sachen, ne? Also dieses Sanatorium, nennt man das so? Diese Anstalt? Die sah ja auch ein bisschen so aus. Alter, ich wusste gar nicht, dass der in Close geht. Das Sanatorium, ja, stimmt, ich weiß, was du meinst. Okay, pass auf. Wir können hier lang. Und hier lang. Ich gehe jetzt aber erstmal. Der Zauberer ist halt immer noch da, man muss immer aufpassen, siehst du? Der hängt jetzt hier oben ab und versucht mich zu verarschen. Da kommen wir jetzt nicht ran. Wir müssen jetzt hier, während der Zauberer hier ist, den ganzen Kram machen. Du könntest jetzt ja auch noch eine kleine Waffe mit dir rumführen, ne? Für die linke Hand? Ja. Eine schnelle Waffe? Das stimmt, aber dann müssen wir ja noch mehr Sachen ausziehen, weil es ja noch schwerer wird, wenn wir noch eine Waffe tragen. Und die ist ja schon so sauschwer. Das stimmt. Wie viel wiegt denn die Fackel zum Beispiel? Ich glaube 2 oder so. Ah, okay. Ich hatte immer so einen Krummdolch für sowas, dieser Fäulnis-Krummdolch. Echt? Okay. Habe ich bei mir zu Hause so gemacht, wenn ich eine große Waffe mal benutzt habe. Ja, dieses Zweihand-Waffen-Akimbo-Style-mäßige ist für mich was für so einen zweiten Playthrough. Weil da hat man krass viele Skills, kann vielleicht ein bisschen mehr tragen. Und ist gelangweilt von der Einheittechnik, aber ja, da bin ich nicht geübt drin. Da ist es nie so richtig zu gekommen bei mir. Könnte man mal, oh shit, guck mal, jetzt gehe ich schon wieder raus, bin ich schon. Also richtig smarte, so glaube ich, so Kombos machen, so könnte ich auch nicht. Nur wenn ich jetzt so kleine Gegner sehe, wie hier zum Beispiel diese kleinen Viecher, wie das ist, das Zwergen und so mit den Spitzhüten. Genau, die Deep Orcos. Die könnte man natürlich schnell wegkloppen mit so einem kleinen Dolch. Okay, ich gehe hier lang. Es ist ein bisschen labyrinthartig. Hier ist cool, ich werde den Typen mal kurz. Hey Buddy. Das ist irgendwie Ghostbusters 1, der Film. Kennst du die Szene in der Bibliothek, wo die im Keller sind? Bibliothek im Keller? Mhm. Meinst du ganz am Anfang? Ganz am Anfang, glaube ich, wo dann die Regale rausfliegen und so. Das sieht ein bisschen so aus. Ja. Noch ein Chunk. Haut rein, ne? Mhm. So, guck mal, jetzt haben wir die Typen. Die dippen immer gerne ihre Köpfe da rein, ne? In dieses Wachs, was da vorne liegt. Das kennst du noch nicht, aber ich mach die erstmal tot. Der Fetischclub hier, ne? Ja. Geil, dass die auch brennen wie eine Kerze. Ja, oben wie gut. Kopf, ne? Ja, super. Hier, pass auf, das ist nämlich alles Wachs.
Und dann kannst du deinen Kopf. What? Das ist ja weird. Reinstecken. Und dann hast du auch so einen Kopf. Ich weiß nicht zu 100%, was das bringt. Ich glaube, du kriegst mehr Feuerschaden, aber dich ignorieren auch, glaube ich, irgendwelche Viecher hier. Wenn's, kommen später Geister, vielleicht sind die das. Aha. Aber das ist vielleicht ja, wie eine Maske oder so. Man bist jetzt ein Ninja, weil du einer von den Wachsgetumpften bist. Genau. Titanite-Skill. Aber es ist natürlich geil, mit dem Wachskopf rumzulaufen und eine Fackel in der Hand zu haben. Ja, das stimmt. Wobei, es fehlt dir auch vielleicht irgendwie der Docht oben, ne? Du brauchst ja einen Kanal. Nee, guck mal, da ist einer. Da ist er, shit. Kamera spielt gerade ein bisschen verrückt, weil es hier so eng ist. Aber ich werde hier vorbildlich alles abgrasen. Guck mal, jetzt haben wir hier alles. Jetzt können wir in eine andere Richtung gehen. Ich hoffe, du kannst folgen. Ist ja immer schwer auf dem Beifahrersitz. Mhm. Ja, man muss es erstmal ein bisschen auf sich wirken lassen. Dann erschließt sich vieles, glaube ich, selber im Kopf. So ein bisschen. Ist wie in einer Stadt rumlaufen, die man nicht kennt. Ja. So, hier, pass auf. Jetzt gehen wir mal hier lang. Und hier ist noch zu. Hier siehst du, das Ding bewegt sich doch auch mal, oder? Mhm. Okay, alles klar. Hab ich alles? Oder muss ich nochmal... Nee, hier muss ich lang. Da steht gleich ein Kollege, der ist ein bisschen härter. Oh, wie geil die Waffe aussieht. Was war das gerade? Oh. Oh, hast du nicht drauf geachtet? Ich habe auch jetzt gar nicht geguckt, ey. Ich habe auch nicht, hatte ich keine Energie, oder? Ja, anscheinend nicht, ey. Ja, habe ich nicht drauf geachtet. Damn. Was war es gerade für ein Move? Du hast doch immer so eine Special Ability mit jeder Waffe, wenn du die zwei nicht hast. Und das ist so eine Art Axt. Und Äxte haben immer, dass du mehr Schaden kriegst, wenn du einmal machst. Ah, okay. Das kostet diese blaue Leiste ein bisschen, ne? Oh. Falls du dich erinnerst. Ach, mit Colin war das Gute, dass wir nicht die ganze Zeit invertieren umwechseln mussten dabei. Ach, du bist auch so ein... Ja, ich überlege gerade, wo ist das denn, Potsblitz? Da ist es. Ach, der musstest du... So. Okay. Wo sind wir lang gegangen? Komm, sag mal, mein Reiseführer. Da lang. Genau, okay. Da geht's rein. Und da musst du jetzt links. Genau. Wollen wir möglichst schnell die Seelen zurückbekommen oder wollen wir uns einfach... 18.000 sind jetzt nicht die Welt, aber natürlich würde ich nichts dagegen, wenn du sie nicht liegen lässt. Die liegen ja auch gleich da vorne. Gehen wir hier lang oder hier runter? Ich stehe auch noch ein bisschen am Schlauch. Es tut mir leid, was sie... Ja, du, also eigentlich müssen wir da lang. Ich weiß nicht, den Zauberer, ob wir den jetzt umhauen müssen, damit er da... Keine Ahnung, lass ihn mal stehen. Dann wissen wir mal, was passiert, wenn man ihn stehen lässt. Das weiß ich nämlich gar nicht. Ach, und dann sind wir hier. Genau, geradeaus. Dann links war das Wachs. Also man hat nur zwei Schläge mit dieser Axt, dann ist die Stamina nämlich weg. Hier rumlaufen. Kannst du mit der irgendwelche Rush-Angriffe machen oder einen Sprung oder so? Ey, wir haben die erst seit letzter Session, ich habe die nie benutzt. Ich kenne die gar nicht. Immer will ich zweimal hauen. Guck mal, der kann zaubern, der Fucker. Aber ist komfortabel, weil du weißt ja, oh, shit. Okay. Du weißt jetzt nämlich genau, dass wenn du einen versenkst, dass das... Und der hat ja auch eine große Reichweite. Also irgendwie schon kann man komfortabel mit so Leute platt machen, die weniger als 600 haben. Guck mal, wenn die brennen, haben die mehr, wenn die am Kopf brennen. Ja, ne? Komm, machen wir nochmal, das war lustig. Ja. Dip. Nee. Okay. Wo sind wir lang? Ich weiß, dass wir hier lang sind? Genau. Nee. Und da war davor ein, genau da lang. Da liegen unsere Seelen, hast du gesehen? Ah. Shiny. Den überraschen wir, oder? Ja, der hat das Lock-on gehen würde. Nicht gemerkt. Lock-on. Oh nein, schon wieder Fettfinger. Das hat uns letztes Mal schon ein Leben gekostet. Oh, Timing. Oh, ist hart, also das ist... Er hat auch eine Reichweite mit diesem Speer, ey. Ja, ja. Jetzt kannst du von oben drauf. Pass auf, hinter dir ist jetzt... Ja, oh Mann, ich bin noch echt nicht diese harten Waffen... gewohnt. Ja, du musst jetzt reinkommen. Ich meine, wann hast du das letzte Mal gespielt? Naja, gestern halt. Aber auch wieder mit einem Charakter, der nicht weiter war. Oh, guck mal, das ist ja praktisch. Jetzt kann man das Kissen nicht umdrehen. Habt ihr bestimmt auch schon gemerkt. Was ist denn das?
You died. Ja, stimmt. Hast du gefrühstückt? Nee, gar nichts. Ich habe eigentlich mich mit Jakob gestern zum Eierfrühstück verabredet. Aber dann, du weißt ja, wie das ist. Draußen regnet, im Bett ist gemütlich. Dann schläft man gern vom Bett in die Bahn. Ach, du meinst tatsächliches Eierfrühstück? Ach so. Was ist denn die Metapher dafür? Was für das Beste sonst stehen? Room for interpretation. Okay. So, dann gehen wir mal hier. Und regeln das mal. Nee, ich habe auch noch nichts gegessen. Doch, ich habe gestern bestellt, weil ich sehr hungrig war abends. Und dann gab es dazu, ich hatte noch so einen Gutschein, dann gab es Pizzabrötchen dazu. Mhm. Und da hatte ich noch welche heute Morgen. Die waren ganz gut. Was für Pizzabrötchen? Käse? Schinken? Normalerweise ist bei Pizzabrötchen mit Käse meiner Meinung nach auch Schinken am geilsten. Aber bei diesem Gutschein durfte ich das nicht ändern. Ich hab da Salami drin gehabt. Mhm. Was mir nicht schlecht war, aber was jetzt auch nicht so geil war wie Schinken. Na, der Schinken des gemeinen Volkes, die Salami. Ja. War das nicht noch einer irgendwo? Okay. So, wo ist der Typ, der runterfällt? Buddy. Hässliche Typ. Okay, jetzt gehen wir hier mal durch. Er ist hier rechts. Was war das? Schluckauf war das gerade. Ja? Wir haben nämlich gestern darüber philosophiert, weil ein Schluckauf ist was anderes. Das ist ja nur ein einfacher. Mhm. Wir nennen das jetzt Rülpsauf. Rülpsauf, okay. Weil, ne? Es hat auf jeden Fall mit dem Klappmechanismus zwischen Luftröhre und Speiseröhre zu tun, würde ich von ausgehen. Schön. Tynite Shard! So, dann gehen wir hier. Haben wir den? Hier ist nichts los, oder? Oh, guck mal da. Da waren wir schon, falls du dich erinnerst, hier war quasi das Anfangsgebiet. Mhm. Da sind wir rein. Also gehen wir mal hier lang. Oh, das ist doch bestimmt was Wertvolles. Christy Shine, Zauberstab für Miracles. Sonst sehe ich hier nichts. Erstmal Stress machen. Auch nichts drin. Ja, es macht Spaß. Okay, guck mal. Das ist sozusagen eine Sackgasse. Gehen wir also wieder zurück. Und der einzige Weg, der noch offen bleibt, ist dann der hier. Der sieht doch vielversprechend aus. Ja, ist er auch. Hier ist ein Lizard. Den holen wir uns als erstes. Die haben Priorität. Komm her, Lizzie. Das war ein guter Drop. Hm. Ja, hier, guck mal, Alter, hier sind so Hände, die aus den Büchern kommen. Die sind echt hart. Die können mich cursen. Cursed Hands, ja, das ist scheiße. Mhm. Hier unten noch was siehst, sag Bescheid. Ich lauf einmal den. Da war noch so einer, oder? So ein Lizard hier. Hey, Buddy! Hey, bleib stehen! Hey, stirb! Bitte. Au! Ich finde aber ganz geil, dass die hier leuchten, ne? Weil Bloodborne waren ja so ein bisschen unauffälliger. Ja. Oh. Bloodborne gefiel mir die auch nicht. Das waren so Totenkopfaffen irgendwie, ne? Mhm. Totenkopfaffen. Okay, Raum clear. Jetzt gehen wir hier hoch. Was ist da? Ist nur hier links ein Typ. Guck mal, der ist nicht mal böse. Oh, doch, ist er. Oop. Du könntest dir mal einen Drink genehmigen, ne? Ja, gleich. Drink. So, dann haben wir das auch. Und jetzt kommen wir wieder hier in den Hauptraum. Und, oh, guck mal. Das ist ja Loot Heaven hier. Mhm. Weißt du gerade nämlich den Zauberer gesehen, der hat gerade ein Geschoss in die Luft gegeben, dachte ich, verstecke ich mich kurz. Der hängt hier immer noch ab, der nervt die ganze Zeit, dieser Zauberer. Wir looten kurz. Oh, oh, siehst du, das war er schon wieder. Dann kicken wir hier die Leiter runter. Shortcut. Ich weiß gar nicht.
Ey, sollte ich jetzt hier mal... Ist das nicht ein Shortcut einfach? Ja, das ist ein Shortcut nach unten, auf jeden Fall. Aber hier liegt noch Shit. Ach so. Ich überlege gerade, wie kommt man da hin? Ja, gönn dir. Obwohl, so das glaube ich auch nicht, ne? Nee. Ui, ach so. Oh! Oh, das hat geklappt. Eieiei, das war mal ein knapper Wurst. Ich weiß nicht, ob das so gedacht wurde. Weiß ich auch nicht, aber ich mache jetzt mal ein paar Prophylaktorollen. Da Sachen von oben kommen. Oh, ein Avalan. Avalan. Oh, das haut aber rein, ne? Hier ist nichts mehr, oder? Dann können wir wieder runter. Wieder zur Leiter. Ne, die Leiter, da kommen wir, meinst du hier so? Da kommen wir doch ran, oder? Stimmt! Das ist smart, wenn wir hier jetzt hingehen, ne? Dann sind wir wieder oben. Guck mal, da hängen noch die Typen. Oh! Wir müssen unbedingt diesen Zauberer töten, der nervt nämlich. Wenn der einmal tot ist, glaube ich, kommt der nicht wieder. Mhm. Er ist auch so ein Angeber, ne? Man ist ja nicht nur so, dass er einen tot macht, sondern man wird die ganze Zeit neidisch auf diese geilen Angriffe. Ja. Und deswegen muss er sterben. Das ist Grund genug, ne? Guck mal kurz hier raus. Da ist eine Leiter, hier ist ein Loot. Ein Boner. Ein Heimatknochen. Heißt der so auf Deutsch? Ja. Mhm. Ey, jetzt können wir hier hochgehen, aber ich mache erstmal hier weiter. Hier ist nix. Ist auch nix. Guck mal, da kommen die Buddies. Komm, ein Schwinger. Sehr gut. Hier können wir uns wieder... Ich mach das mal, ich glaube, das hilft gegen die Geister. Das will ich jetzt mal überprüfen. Ja, das ist so oder so geil. Ich würde es eigentlich immer machen, weil es lustig ist. Ich mache lustige Dinge. Ja, du bist ein lustiger. So, guck mal jetzt. Ja, das hilft gegen die Typen. Das ist doch geil. Das ist hier super praktisch. Hier kommen wir her. War das eine Sackgasse oder was? Ja, ne? Okay, haben wir das. Das heißt, nur noch die Leiter als Weg, oder? Ah, ne, hier. Jetzt fährt hier bestimmt irgendwas komplett hoch oder runter. Na gut. Jetzt müssen wir wieder zurück. Machen wir das mal schnell. Warte mal. Hier oben haben wir auch noch nicht. Da ist er wieder. Fuck you, Sir. Ah, shit. Shit. Gönn dir. Ja. Alter, direkt hinter dir. Oh. Oh, das ist aber auch gerade dies. Shit, fuck. Das sah aber richtig gut aus, ey. Ärgerlich. Ja, gemeine Falle, ey. Ja. Das ist ein bisschen konfus. Wenn du ein anderes Gebiet willst, hast du noch zur Wahl dieses Drachengebiet. Mhm. Und ansonsten eigentlich nicht viel. Aber hier gibt es ja noch was zu entdecken, oder? Ja, klar. Aber es ist sehr, sehr konfus. Wenn man das erste Mal da ist, so, dann rafft man eigentlich gar nicht, wo man lang muss. Weil überall gibt es Treppen links und rechts hoch und Leitern. Mann, mein Kaffee ist alle. Ja, ich würde das mal hier weitergehen. Jetzt sind wir ja schon dabei und wir haben ja gerade auch was freigeschaltet. Ja, den Typen könnten wir und den auch. Komm, ey. Ja, der verarscht dich, weil jetzt ist hinter dir einer. Da siehst du der. Gut. What? Wir haben nicht sonderlich viel Rüstung. Wir verlieren ziemlich viel mit so einem komischen Axtschlag von den kleinen Pimmel-Typen, ne? Mhm. Wo war bloß? Ach, hier. Oh, da ist gleich wieder. Ja, ist Tower Joe. Captain Magic. Kommen wir doch gleich mal hin, wa? Oh Mann! Ah, es war so dumm, weil ich hatte diese Eingabe mit nach vorne rollen schon gemacht, bevor ich getroffen wurde. Man muss jetzt wieder abgeben, oder? Weil ich, ja, natürlich. So sind die heiligen Regeln. Den kannst du leider nicht. Ich schäme mich so, zu Recht. Wir gehen dann jetzt mal schnell durch. Okay. Oder ich hole uns beiden Kaffee, dann wird unser Spiel definitiv besser. Das kannst du auch machen. Hier oben, direkt drüber, ist ja auch eine Maschine, ne? Stimmt, dann ist gar nicht weit eigentlich. Obwohl, wir haben bestimmt auch gleich Werbung, gehe ich. Setz ich da mal schnell hoch. Aber wollten wir da nicht kurz zum Bäcker uns was zu essen holen? Und dann wir können es ja aufteilen. Du holst Brötchen und ich hol Kaffee. Okay, ich habe Angst vor der Bäckerin. Die Bäckerin ist nämlich, die ist ganz böse. Wieso will die dich immer, zieht die dich immer aus mit ihren gierigen Blicken? Die guckt immer so böse. Die ist nicht nett.
Die ist wirklich nicht nett, die Bäckerin. Ich kaufe da ungern ein, vor allem alter Schwede. Und was soll dir im schlimmsten Fall passieren? Die handelt Brot gegen Geld. Ich mein, ja, kennst du nicht Blicke? Die in deine Seele einsteigen? Alter, die sind hart. Guck mal, ich nehme mal jetzt hier die Claimer. Mal gucken, was da passiert. Hopp. Wir haben gar keinen Timer gerade, der uns sagt, wann wir... Ich würde schätzen 2,5 Minuten noch. Bist du ein guter Schätzer? Zeitmäßig glaube ich schon. So, hau ab. Das ist schon mal ganz gut. Hier den... Ah, nehmen wir müssen mal rum. Sind das viele Seelen? Bestimmt, ne? Wenn wir die nicht vergessen haben einmal. Haben wir die einmal? Wir haben die, glaube ich, eben nicht geholt, ne? Bevor du gestorben... Ja, shit. Ne, die sind weg. Ja? Ja. Noch doppelt ärgerlich. Ah, wie ja, dumm, stimmt, ey. Ich bin fuck. Oben gestorben, ne? Ja. Ups. Okay, dann gehe ich mal, aber hier, wir haben den Shortcut. Ich habe gestern auch das erste Mal... Kennst du Lords of the Fallen bestimmt? Ja. Gespielt, was ja so ein bisschen Klon ist. Das haben wir uns irgendwann mal angeguckt, so als wir zwischen Dark Souls 3 und 1 gewechselt sind. Das ist ja schon, eigentlich schon, wirklich kann man vom Klon reden, oder? Ja, ja. Wusste ich nicht. Ja. Ein bisschen stumpfer und so, ein bisschen zugänglicher. Ja. Hat nicht so gebockt. Nee, ne? Nicht so richtig. Also es hat nicht dieselbe Faszination ausgelöst wie Dark Souls. Nee, nicht so richtig, ne? Ich hab's zwar trotzdem durchgespielt, aber... würdest du jetzt nicht noch ein zweites Mal spielen oder so? Würdest du es empfehlen? Für einen Zehner? Ein Wochenende? Ja, ist momentan gibt es echt sehr viele gute Spiele. Ich weiß ja nicht, was man sonst noch nicht hat. Naja, ansonsten würde ich sagen, eher aktuell spiel Doom, spiel Witcher und sowas. Mhm. Und guck mal. Aber für Zehner ist das auf jeden Fall, kann man das mal checken. Das hatte arge Probleme am Anfang auch mit der Framerate. War das gestern, als du das ausprobiert hattest, auch so? Nee, gar nicht. Ja. Ah, okay. Also ich weiß nicht, wo meinst du jetzt auf dem Konsolensystem oder... Wir haben so einen PC gespielt, da lief es halt flüssig. Okay. Aber es ist gerade ja auch umsonst gewesen für Xbox Gold Member. Ah ja, stimmt. Da kann ich dann jetzt für umsonst kann ich es empfehlen. Ja, okay. Haben wir uns auch gedacht. Das heißt Werbung, das ist ein bisschen blöd, weil wir hier beschossen werden. Ich gehe mal ganz kurz hier raus vor die Tür. Da sind wir nämlich safe. Und dann machen wir uns einen Kaffee. So. Weil wir sind ein bisschen, es ist echt früh heute. Und Amen. Wir müssen ein bisschen fitter werden. Also, oh, shit, was geht? Ach, der Typ ist direkt über uns. Ja, du klärst die Situation mal während der Werbung und ich hole Kaffee, oder? Du holst Kaffee und ich... Du holst wirklich Brötchen, oder wie? Du kannst jetzt zu einem anderen Bäcker gehen, wo nicht die unheimliche Frau lauert. Welcher ist denn das? Hier die Straße hoch, Schulterblatt. Bisschen. Ist aber weit weg. Oder gehst du zum Penny? Beim Penny gibt's doch keine guten Sachen. Schokocroissants. Erstmal zu Penny. Ach so, in dieser Selbstbedienungs... In der Brötchenkralle. Croissants? Ja, ja. Hm. Nuss-Nougat, glaube ich. Ist sogar Marzipan. Und echt? Ja.